Punkt 1. Mit Barbara Zeithammer. Herzlich willkommen. Sie fangen Würmer ohne Maul und Arme. Sie finden den kürzesten Weg durch ein Labyrinth ohne Gehirn und ohne Nerven. Sie ermöglichen den Transport von Nährstoffen von einem Baum zu einem anderen. Sie können Böden entgiften und ohne sie würde Holz nicht verrotten und Humusbildung nicht möglich sein. Sie bringen einen zum Staunen und bringen Glück, jedenfalls zum Jahreswechsel. Pilze sind populär, nicht nur als Glücksbringer in Rot mit weißen Tupfen. Pilzbücher und Pilzfilme sind Bestseller und im Kampf gegen die Klimakrise hofft man in der Funga den vielleicht größten Hebel gefunden zu haben. Zu einer Sendung über die faszinierende Welt der Pilze und ihre enorme Bedeutung freue ich mich, eine der Expertinnen Europas im Studio begrüßen zu dürfen, Irmgard Kriesei-Greilhuber. Vielen Dank für Ihr Kommen. Schönen guten Nachmittag, danke für die Einladung. Frau Professor Irmgard Kriesei-Greilhuber, Sie sind Mykologin am Department für Botanik und Biodiversität der Universität Wien. Sie sind Präsidentin der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft. Sie haben die Pilzdatenbank Österreichs federführend mit aufgebaut. Sie führen die rote Liste der gefährdeten Pilze Österreichs. Sie leiten Exkursionen, engagieren sich in der Pilzberatung. Sie sitzen an der Vergiftungshotline und nun stehen Sie vielleicht gar nicht so überrascht wie ich da, dass Pilze plötzlich so populär sind? Ja, das ist in der Tat ein Phänomen, das vielleicht auch durch die gegenwärtige Situation verstärkt wurde. Leute besinnen sich wieder auf die Natur, sie gehen vermehrt in den Wald und was treffen sie im Wald an? Das sind Pilze. Viele erinnern sich dann an ihre Kindheit, denken sich, ich bin mit meinen Eltern oder Großeltern, sehr häufig sind es die Großeltern, in die Pilze gegangen, in die Schwammer und versuchen dieses Wissen jetzt wieder auszugraben. Das ist wirklich sehr positiv zu sehen, denn der Wald ist tatsächlich für den Erholungswert sehr bedeutend. Also man kann sich tatsächlich erholen im Wald. Sie denken sich an das Waldbaden und da sind die Pilze ein Teil davon, sage ich mal. Vom Speiseplan auch nicht wegzudenken, aber irgendwie werden Pilze meist belächelt oder bestaunt. Also mir kommt vor, bei dem Thema Pilze werden Menschen oft sehr emotional, ganz anders als bei Pflanzen. Entdecken Sie bei den Pilzen so den Jagdtrieb oder ja, die Bewunderung für diese enorme Vielfalt von auch tatsächlich erstaunlichen Organismen? Mhm, ganz genau. Sie haben das Richtige angesprochen. Da kommt der Jagdtrieb zum Vorschein. Man kann Pilze nicht immer finden, nicht zu jeder Jahreszeit oder eigentlich schon zu jeder Jahreszeit, aber halt verschiedene Pilze. Aber es muss ein Zusammenspiel vorhanden sein von der richtigen Vegetation. Also man muss einmal den Waldtyp kennen oder auch den Wiesentyp, in dem man bestimmte Pilze finden kann. Dann muss die Temperatur passen. Und die Feuchtigkeit. Also man braucht schon mal ein gewisses Maß an Vorbedingungen, die vorhanden sein müssen, damit überhaupt Pilze Fruchtkörper bilden. Und ja, jeder freut sich dann, wenn er sozusagen Eierschwammel, Steinpilz, Parasol finden kann. Es gibt aber natürlich wesentlich mehr als nur die drei genannten, die für Speisezwecke in Frage kommen. Es gibt bei uns ja an die 200, sage ich jetzt mal, Pilzarten, die man durchaus verwenden könnte. Nur man muss sie auch gut kennen. Also essen darf man natürlich wirklich nur das, was man hundertprozentig kennt, denn die Vergiftungsgefahr ist vorhanden, also die Verwechslungsgefahr, und man könnte sich dann eine Vergiftung damit einhandeln. Bei den meisten Leuten steht dann sozusagen als erstes, wenn sie an Pilz denken, das im Vordergrund, die essbaren Pilze. Dann kommen die giftigen Pilze, dann denken sie vielleicht, an die Schadpilze in der Landwirtschaft, im eigenen Garten, die Mehltaue, dann kommen vielleicht noch, die Fußpilze, die medizinischen Pilze und viele weitere wichtige Aspekte vom Pilzleben werden erst auf den zweiten Blick sichtbar. Denken Sie etwa an die Antibiotika zum Beispiel, also an die medizinische Bedeutung, aber vor allem auch an die Bedeutung für die Welternährung. Wir würden die Welt in dieser Art und Weise, wie sie jetzt ist, nicht ernähren können, gäbe es keine Pilze. Besonders wichtig sind da die Mykorrhizapilze, also die Symbioseorganismen.
Denn nur die sorgen zum Beispiel bei den Getreidepflanzen für den entsprechend hohen Ertrag. Hätten die ganzen Getreidepflanzen ihre Symbiosepilze nicht, wären sie nicht so ertragreich. Also das ist ein Aspekt, der eigentlich oft nicht bedacht wird. Und auch ein weiterer Aspekt, das sind die Mykorrhizapilze im Wald. Also die bei den Getreidearten sind andere Pilze als die bei den Waldbäumen. Das ist verschieden. Das eine nennt man Ektomykorrhiza bei den Waldbäumen und das andere Endomykorrhiza bei den Getreidepflanzen. Um das vielleicht ein bisschen zu beleuchten, Endos heißt immer irgendwie innen. Mykos ist der Pilz, Rhiza die Wurzel. Also da sieht man schon, dass sich irgendwo innen bei der Wurzel etwas abspielt mit dem Pilz. Es ist so, dass bei der Endomykorrhiza die Pilzhyphen tatsächlich in Form von Mikrobäumchen, sage ich jetzt mal, und Mikroblasen in die Wurzelrindenzellen eindringen. Also das ist eine sehr innige Verbindung und die dann zum Stoffaustausch führt. Im Unterschied zur Ektomykorrhiza, die Ektomykorrhiza haben wir bei unseren heimischen Waldbäumen. Ektos heißt außen, da spielt es sich zwar auch in der Wurzel ab, in der Wurzelrinde, aber außerhalb der Wurzelrindenzellen. Die weichen ein bisschen auseinander, werden ein bisschen größer und lassen Hyphen dazwischen wachsen. Das ist der schützende, das Hartigsche Netz heißt es. Und außen rund um die Wurzel gibt es einen schützenden Myzelmantel. Und dieser Schutz ist auch wieder wichtig, jetzt ganz abgesehen von den sonstigen Bedeutungen der Symbiose, schützt dieser Mantel, dieser Myzelmantel, wie man da auch sagt, vor Pathogenen, vor Wurzelpathogenen. Und das Wichtige an der Mykorrhiza selber ist der Stoffaustausch zwischen dem Pilz und der Pflanze. Die Pflanze erhält wesentlich mehr Wasser und Nährstoffe, als sie selber finden könnte, weil der Pilz mit seinen Hyphen, mit diesen ganz, ganz feinen, länglichen Zellen, die also den ganzen Boden durchziehen, in einem Gramm Boden können 1000 Meter Hyphen sein, also wirklich sehr lang, sehr viel, ganz mikroskopisch fein und klein sieht man mit freiem Auge nicht. Und mit Hilfe dieser feinen Hyphen, dieser Pilzzellen, wird die Wasserversorgung verbessert, aber vor allem auch die Stickstoff- und die Phosphorversorgung. Und das ist ganz wichtig fürs Pflanzenwachstum. Und das Bemerkenswerte ist ja eigentlich, dass das, was wir Pilz nennen, gar nicht der eigentliche Pilz ist, sondern der besteht aus diesen fadenförmigen Zellen, diesen Fäden, den Hyphen, die in ihrem Geflecht, in ihrer Gesamtheit dann das Myzel ergeben. Und man hat ja erst in den letzten Jahren so richtig erkannt, wie dieses Geflecht den Wald, die Felder, die Wurzeln der Pflanzen einfach durchzieht und das dann Wood Wide Web auch genannt, um irgendwie zum Ausdruck zu bringen, was das für ein Netzwerk ist. Als Laie ist das schwer vorstellbar, vielleicht wenn jemand den Film Avatar gesehen hat. Da gibt es so eine Szene, wo alles miteinander verbunden ist. Ist das ein Bild, mit dem Sie auch etwas anfangen können als Wissenschaftlerin? Oder wie kann ich mir diese Vernetzung vorstellen? Symbiose, ja, aber dass ein Baum den anderen wie eine Amme mit Nährstoffen unterstützt, das ist schon faszinierend. Mhm. Sie haben hier einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, eben das sogenannte Wood Wide Web. Und es ist tatsächlich so, dass die Pilze den gesamten Waldboden miteinander vernetzen. Das ist etwas, was man nicht sieht. Auch das macht Pilze so geheimnisvoll, weil sie eben im Verborgenen leben. Und das, was wir als Pilz bezeichnen, ist ja, oder Schwammerl, das ist ja nur der sexuelle Fruchtkörper, also nur die geschlechtliche Fortpflanzung, die sozusagen oberhalb am Boden auftritt. Aber der eigentliche pilzliche Organismus ist, wie Sie schon erwähnt haben, eben im Boden. Und da kann man heutzutage schon Aufnahmen machen, wo man, also nicht nur Simulationen, sondern tatsächliche Aufnahmen, wo man sehr wohl die Vernetzung der einzelnen Bäume miteinander über die Mykorrhizen, über das Pilzmyzel sehen kann. Da kommt es also tatsächlich zum Stoffaustausch. Funktioniert, man, die Pilze haben natürlich kein Gehirn, weil sie sind also keine höher entwickelten Lebewesen. Man, sie bringen faszinierende Leistungen, aber sie können in dem Sinn nicht denken, sondern das funktioniert alles mit chemischen Botenstoffen. Also sie sind wirklich eine wundervolle Fabrik an sekundären Inhaltsstoffen.
Da ist ganz viel auch noch nicht erforscht. Also es tut sich auch sehr viel in der Forschung, weil man sich auch erhofft davon, neue pharmazeutisch wirksame Substanzen zu finden oder was auch immer, Zusätze zu Waschmitteln, Lebensmittelzusätze, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort. Baumaterial wird konkret geforscht, also unglaublich. Genau, aber diese Kommunikation im Boden jetzt, in diesem Wood Wide Web, funktioniert mit diesen chemischen Stoffen, mit chemischen Botenstoffen. Und es ist tatsächlich so, dass Pilze eben den gesamten Waldbestand mit Wasser und vor allem auch mit dem schon erwähnten Phosphor versorgen können. Und der Baum kann ein Signal aussenden, mir geht es jetzt schlecht, bitte helft mir, und es wird ihm geholfen. Also das ist tatsächlich faszinierend. Das ist unter anderem auch der Grund, warum man komplette Kahlschläge wirklich vermeiden sollte. Es sollten also immer entsprechende Ammenbäume, sage ich jetzt mal, stehen bleiben, damit das funktionieren kann. Viele Pilzarten in Österreich sind gefährdet, in etwa die Hälfte. Wie man sie schützen kann, das bedeutet auch, ihre Lebensräume zu schützen. Darüber werden wir noch sprechen, aber auch über die vermuteten 1,5 Millionen verschiedenen Pilzarten, von denen man weltweit erst 80.000 kennt. Die Forschung steht da also ganz am Anfang. Und wenn Sie mit Frau Professor Irmgard Griesey-Greilhuber sprechen möchten, wenn Sie schon immer irgendetwas über Pilze wissen wollten, dann rufen Sie an und reden Sie mit unter 0800 22 69 79 oder schreiben Sie uns ein Mail an punkt1@orf.at. Die Jahreszeiten von John Cage, einem geradezu fanatischen Pilzsammler, wie man liest, Joshua Pierce spielte den Sommer. An Morcheln und Steinpilz, Eierschwammerl und Parasol kann man sich dann bereits oft erfreuen. Pilze essen bedeutet, am ältesten gedeckten Tisch der Erde Platz zu nehmen, heißt es im Anhang 5, dem Verhaltenskodex für das Sammeln von Pilzen aus der Charta für Pilzesammeln und Biodiversität der Berner Konvention. Doch nicht nur Genießerinnen und Genießer profitieren von der Funga, und wir verdanken Pilzen nicht bloß Brot, Bier und Schimmelkäse. Frau Professor Griesey-Greilhuber, seit Kindertagen sind Sie von Pilzen fasziniert, haben das zum Thema Ihres Forscherinnenlebens gemacht. Gab es da einen Anlass, einen Lieblingspilz? Da bin ich etwas familiär vorbelastet, weil meine beiden Eltern Biologen sind und ich bin mit meiner Mutter immer schon in den Wald gegangen. Also die Liebe zu den Pilzen habe ich von meiner Mutter geerbt. Und ich habe meinen ersten wissenschaftlichen Kongress im Alter von 12 Jahren besuchen dürfen. Sie hat mich einfach mitgenommen. Dann vorübergehend wollte ich mal ganz kurz was anderes werden, aber schließlich, so in der Pubertät, aber schließlich haben die Pilze gewonnen. Und ich habe dann vom ersten Semester an genau gewusst, was ich machen möchte. Und mir dann dieses Wissen eigentlich großteils selber weiterentwickelt. Man muss sich vorstellen, das ist jetzt schon eine Zeit aus. Es gab damals noch nicht das Internet, es gab kein Handy, es gab die entsprechenden Informationsquellen noch nicht. Man hatte Bücher, man hatte das Mikroskop und man hatte zum Beispiel die ersten Bildwerke. Der Farbdruck kam auf, und Bruno Cetta zum Beispiel, der große Pilzführer, das war eines dieser ersten Bücher, die ich dann, gibt es insgesamt 7 Bände davon, die ich dann sozusagen verschlungen habe. Das ist auch ein Name, dem Herr Steinlechner per E-Mail einfällt. Er hat dazu auch einen Sketch geschrieben, der aber zu lang ist, um ihn an dieser Stelle vorzutragen. Nichtsdestotrotz, herzlichen Dank. Was unterscheidet Pilze eigentlich von Pflanzen, fragt Herr Nemitz per Mail. Und das ist ja nun wirklich irgendwie auch verwirrend, dass Pilze keine Pflanzen sind, aber auch keine Tiere, sondern eine eigene Gruppe, und das noch gar nicht so lang. Danke für die Frage. Pilze sind seit dem Jahr 1969 ein eigenes Organismenreich. Da wurde also erkannt, dass sie mit den Pflanzen nicht ursächlich verwandt sind, sondern eigentlich die nächste Verwandtschaftsgruppe zu den Tieren bilden. Man sagt dazu Schwestergruppe. Also Pilze sind eine Schwestergruppe der Tiere. Und wie unterscheiden sie sich jetzt? Sie sind, sagt man, heterotroph. Sie ernähren sich also jetzt nicht durch Photosynthese, wie das die Blütenpflanzen machen, die grünen Pflanzen, die sozusagen mit Hilfe vom Chlorophyll, Sonnenlicht und dem CO2 aus der Luft ihre organischen Substanzen aufbauen, sondern Pilze verwerten die organischen Substanzen, die schon vorhanden sind. Entweder die toten organischen Substanzen, sind die ganz wichtigen saprotrophen Pilze, oder sie holen sich ihre Kohlenhydrate von lebender Substanz,
Das kann jetzt in symbiontischer Beziehung sein, wo also beide Partner einen Nutzen davon haben, oder auch in einseitiger Beziehung, dann haben wir die parasitischen Pilze. Das gibt es natürlich auch. Das heißt, Pilze bauen ihren Körper mit dem bereits vorhandenen organischen Material auf. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu den Tieren ist, dass die Ernährungsweise tatsächlich dann anders funktioniert. Ich sage jetzt salopp ausgedrückt, Tiere beißen, kauen, schlucken, also nehmen die Nahrung in sich auf und zersetzen sie im Körper. Bei den Pilzen ist es anders, die scheiden Enzyme in ihre Substrate aus und nehmen dann das gelöste Substrat auf. Und genau das ist der springende Punkt jetzt bezüglich der Vielfalt an Sekundärstoffen, an Enzymen, die sie bilden, die man dann auch wieder für den Menschen nutzen kann. Telefonisch erreicht hat uns Frau Geiswinkler. Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Das ist eine hochinteressante Sendung. Dafür sage ich danke. Meine Frage wäre jetzt, wenn wir auf Getreideecke schauen oder auf Felder, wie beeinflussbar ist das Pilzwachstum oder das Vorhandensein der Pilze, die wertvoll sind, wenn der Boden sehr tief umgeackert wird oder sehr verdichtet wird? Das kann doch nicht das Optimale sein für Pilze, wenn ich den Boden beständig beackere und bearbeite, im wahrsten Sinn des Wortes, und dadurch verändere. Ebenso im Wald, wenn mit Riesenmaschinen in den Wald gefahren wird, der Boden verdichtet, umgegraben, wie verhält sich dann der Pilz, wie schnell kann er sich wieder aufbauen, wie schnell kann er wieder das Zusammenwirken der Bäume, der Natur wiederherstellen? Mhm. Vielen Dank. Danke für diese Frage. Die hat zwei Aspekte. Einerseits die landwirtschaftliche Bearbeitung des Bodens. Dazu ist zu sagen, dass man bei den Pilzen sehr viel helfen könnte durch die sogenannte Mykorrhiza-Düngung. Man könnte langfristig gesehen eigentlich das Phosphatproblem lösen, also das Düngemittelproblem. Das Phosphat wird schon knapp in den nächsten Jahren. Das könnte man mit Hilfe von gezielter Düngung der Felder mit Endomykorrhiza-Pilzen lösen. Das ist ein Aspekt, der jetzt auch heftig beforscht wird, der also weiterentwickelt werden muss. Bei diesen Pilzen spielt die Bodenumackerung jetzt nicht so eine große Rolle. Die können, wenn sie dann gezielt eingebracht werden, sich wieder sehr schnell regenerieren und etablieren. Im Wald hingegen sieht es ganz anders aus. Also dort, wo die Räder eines Harvesters samt dem entsprechenden Gewicht durchgefahren sind, da haben sie eine derartige Bodenverdichtung, dass über Jahre hinaus in diesen Spuren keine Pilze mehr wachsen. Also da wird das Myzel tatsächlich erdrückt, einfach weil der Boden nicht mehr atmen kann. Also ich plädiere sehr für eine schonende forstliche Nutzung. Selbstverständlich dürfen Wälder genutzt werden, oder nicht, zudem hat man sie ja auch großteils bis auf die außer Nutzung gestellten, aber die Nutzung sollte möglichst schonend erfolgen. Bedeutet das aber nun, dass der Pilz an dieser Stelle abgetrennt wird und der geteilte Teil vielleicht selbst weiter wächst und quasi nur nicht mehr verbunden ist? Man trennt den Organismus und beide Teile leben weiter? Oder ist damit eine wichtige Verbindung gekappt mit Folgen für das regionale Ökosystem? Die einzelnen Pilzteile können sicher weiter wachsen, das ist richtig, aber trotzdem hat man natürlich vielleicht eine Barriere geschaffen für die weitere Ausbreitung. Er wächst halt dann rechts weiter und links weiter und kann sich nicht mehr verbinden. Aber es ist natürlich schon so, dass Pilze sehr regenerationsfähig sind. Es ist nach wie vor ungeklärt zum Beispiel, ob dieser größte Pilz der Erde, dieser Organismus, tatsächlich nur aus einem einzigen Pilzmyzel bezieht oder ob das mehrere kleine Myzelien sind eines Klons, also der genetisch genau gleich ist. Diese Fragen sind einfach sehr schwer zu untersuchen und sehr schwer zu klären. Der größte Organismus der Erde, muss man vielleicht noch kurz sagen, der hat im Jahr 2000 und danach Schlagzeilen gemacht. Da hat man ihn gefunden in einem Waldgebiet in Oregon, einen Hallimarsch, der 9 Quadratkilometer groß sein soll und 2400 Jahre in etwa alt. Ist das vorstellbar, dass das eben ein einziges Lebewesen ist? Ja, das ist vorstellbar. Okay. Ist das gar nicht so überraschend? Nein, das ist vielleicht als Beispiel auch die Hexenringe. Ja.
Leute, die in den Wald gehen, die das schon länger machen, beobachten vielleicht immer wieder so ringartige Strukturen. Das sind auch genau solche Myzelien, die einmal von einer Spore angefangen haben zu wachsen, dann radial in alle Richtungen. Und die Pilzfruchtkörper, also sozusagen die Äpfel, jetzt symbolisch gesprochen, erscheinen immer am Rand des Myzels. Und das kann sich also weiter ausbreiten. Das gibt es also Hexenringe, wenn man das dann, man kennt die Wachstumsraten der Pilzhyphen, wenn man das dann berechnet, kommt man auf ein Alter von 200 Jahren oder noch mehr. Und das kann sicher weitergehen. Also wenn das dann 9 Hektar betrifft, dann kann man eben hochrechnen auf diese lange Zeit von 2400 oder noch mehr Jahren und auch auf das Gewicht. Also er wird geschätzt auf 600 Tonnen, also wesentlich mehr als das größte Tier, also wesentlich schwerer als ein Blauwal. Das heißt, Pilze sind wirklich Organismen der Superlative. Weil Sie die Hexenringe erwähnt haben, es erreichen uns zahlreiche Mails, die sich erkundigen nach den narischen, den damischen oder den Zauberschwammerln. Können Sie dazu etwas sagen? Vielleicht nicht direkt konkret, wie sie heißen und wo man sie findet, aber wie es sich mit ihnen verhält. Also ob es auch in unseren Wäldern Pilze gibt, denen psychedelische und für den Menschen nicht grundsätzlich bedrohliche Wirkung zugesprochen wird, möchte zum Beispiel Herr Armin wissen. Und Herr Robert hätte auch gern gewusst, wie sie heißen. Das ist natürlich ein großes Thema, das sich großer Beliebtheit erfreut. Das ist sehr ambivalent, sage ich einmal. Das sind die Kahlköpfe, also die Psilocybe-Arten, von denen man manche bei uns auch wild finden kann. Dazu kommt noch das Phänomen, dass sich ein, sage ich jetzt mal, ausgekommener Stamm sehr potenter Pilze, nämlich die Psilocybe cinesens, über ganz Europa rasch ausbreitet. Also man findet diese Pilze jetzt auf Holzchips und auch also diesen Cyanescens und den spitzkegeligen Kahlkopf auf Almwiesen und Almweiden. Natürlich muss wieder Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter alles passen, aber sie sind zu finden, die Leute wissen das auch und gehen sie auch sammeln. Ambivalent deswegen, weil es gibt einerseits die Verwechslungsgefahr mit giftigen Pilzen und ich bin ja auch eine der Nummern hinter der Vergiftungsinformationszentrale. Ich weiß, wovon ich spreche. Man kann diese an sich psychedelisch wirksamen Pilze auch mit Giftpilzen verwechseln. Das ist gar nicht so selten. Hängt aber jetzt nicht mit den Pilzen zusammen an sich, sondern das ist halt einfach, sage ich jetzt mal, Fahrlässigkeit, dass man die Pilze nicht so gut kennt, dass man sie eben verwechselt. Das ist das eine. Also da kann man dann schon an der Dialyse hängen, wenn man einen falschen Pilz erwischt. Das ist passiert, keine Fälle. Und das ist mal das eine. Das andere sind die Pilze selber, von denen man nicht süchtig wird. Das ist einmal, also man wird nicht abhängig. Man sollte aber diese psychedelischen Substanzen, wie alle anderen psychedelischen Substanzen, niemals allein konsumieren, sondern wenn, dann unter ärztlicher Aufsicht. Es ist durchaus so, dass das Psilocybin, das da enthalten ist, das dann auch verstoffwechselt wird, zu noch wichtiger, noch wirkvolleren Substanzen, medizinisch wichtige Eigenschaften aufweist. Es kann helfen, zum Beispiel gegen Clusterkopfschmerzen und auch gegen Migräne. Da wird es erfolgreich eingesetzt. Aber es kontrolliert, wird auch kontrolliert, nehme ich an. Kontrolliert, und kontrolliert, nicht, unbedingt, nicht ich selber. Gehe in den Wald und nicht selber, irgendwas. Nicht selber. Immer kontrolliert unter ärztlicher Aufsicht. Dann weiß man die Dosis genau. Und es kann auch bei bestimmten Depressionen helfen. Das Psilocybin ähnelt dem Neurotransmitter Serotonin und das hat also tatsächlich medizinisch wichtige Eigenschaften. Sehr viel wurde daran geforscht in den 60er Jahren in Amerika. Dann kam die Prohibition und die ganze Forschung kam zum Erliegen. Jetzt wird sie wiederbelebt, Gott sei Dank, kann ich sagen, weil das Ganze gehört sozusagen zurechtgerückt, ins richtige Bild gerückt. Man darf es weder verteufeln noch hochjubeln. Und man darf schon gar nicht als Partydroge verwenden. Also das ist, sondern es gehört ordentlich diskutiert, es gehören die Für und Wider erläutert. Aber es ist ein Thema, ich weiß es, das ist auch bei den Studenten ein Thema, fragt er immer bei meinen Kursen, er hat schon ausprobiert und ich kenne natürlich auch gewisse Geschichten dazu und auch Reaktionen, die eintreten können, die negativ sind. Kann also Psychosen auslösen, beispielsweise, also ist abzuraten. Ja, es ist natürlich im Selbst auf alle Fälle abzuraten, vor allem auch in Kombination mit Alkohol. Sehr oft wird ja nicht nur eine Droge konsumiert, sondern andere. Also nur als Warnung, ich habe auch schon gerichtsmedizinische Gutachten in diesem Zusammenhang bei Todesfällen machen müssen. Also ich kann nur
abraten davon, möchte es aber jetzt nicht grundsätzlich verteufeln, weil das sollte man nicht, sondern es gehört einfach ordentlich beforscht und kontrolliert eingenommen. Zu anderen Pilzinhaltsstoffen erreichen uns auch zahlreiche Fragen. Wie schaut es aus mit Schwermetallen, ist eine Frage per E-Mail. Und eine Frage ist von Frau Prinz am Telefon auch zu einem Inhaltsstoff. Guten Tag, Frau Prinz. Ja, guten Tag. Also ich mache mir Sorgen, weil wir haben ja das Tschernobyl gehabt und da sind radioaktive Schädigungen im Boden passiert und die Halbwertszeit ist, glaube ich, 30 Jahre oder so. Daher kaufe ich, sammle ich keine Waldpilze, sondern kaufe die nur im Supermarkt. Was kann man dazu sagen, bitte? Zur Radioaktivität ist zu sagen, dass das artspezifisch ist, wie viel davon im Pilzfruchtkörper gespeichert wird. Es gibt also solche sogenannte Hyperakkumulierer, die besonders viel anreichern. Da wäre zum Beispiel der Maronenröhrling zu nennen. Und dann gibt es andere, da ist weniger der Fall. Also Steinpilz zum Beispiel ist relativ harmlos. Aber auch bei Eierschwammerl etwa kann es sein, dass die in besonders belasteten Gebieten über den empfehlenswerten Grenzwerten sind, also die Werte drüber liegen. Und da kann ich Ihnen empfehlen, es gibt eine Bodenbelastungskarte vom Umweltbundesamt, die kann man sich aufrufen, die ist interaktiv, da kann man dann hineinzoomen in sein Sammelgebiet und schauen, ob da die Böden im roten, orangen oder grünen Bereich liegen. Also wir sind eh schon relativ gut unterwegs, es ist ein Großteil von Österreich schon im grünen Bereich, aber es gibt doch noch einzelne Stellen, wo es noch orange ist, sage ich mal, wo ich persönlich auch keinen Maronenröhrling zum Beispiel davon esse. Aber informieren Sie sich da immer über Ihr jeweiliges Sammelgebiet und dann können Sie die Pilze auch beruhigt im Wald sammeln. Und für im Supermarkt angebotene Pilze gibt es Grenzwerte, soweit ich weiß, die nicht überschritten werden dürfen. Ja, wir haben bei uns im Lebensmittelhandel eine sehr effektive Lebensmittelkontrolle. Das ist wirklich, Österreich ist da auf der guten Seite. Also da kann man sich sicher sein, das wird immer wieder überprüft, zwar schon stichprobenartig, aber doch. Und da gibt es also strenge Grenzwerte. Also bei den Pilzen im Supermarkt, da sind Sie schon auf der sicheren Seite. Da müssen Sie dann bloß schauen, ob der Zustand noch entsprechend ist, ob er nicht zu lang schon im Supermarktregal liegt oder zu wenig kühl gelagert wurde. Also man muss einfach ein bisschen schauen, das Lebensmittel versuchen zu beurteilen, so wie man ja auch bei Karotten, Gurken und so weiter schaut, ob sie noch frisch sind oder nicht. Lebensmittel ist das nächste Stichwort für zwei und noch weit mehr E-Mails. Frau Madeleine fragt zum Beispiel, ob Sie etwas zu Pilzen als Fleisch- und Eiweißalternative im Rahmen der vegetarischen bzw. veganen Ernährung sagen können. Und Herr Semmler hat uns gleich mehrere Fragen geschickt. Er möchte wissen, ob die Pilzzucht forciert und finanziell gefördert werden soll, beispielsweise für die Sicherung der Ernährung der Weltbevölkerung oder die Bereicherung der Küche als Fleischersatz. Und wenn wir beim Thema sind, mit Pilzen die Welt retten, unter Anführungszeichen, dann spielen sie genau in diesem Punkt der Eiweißversorgung ja auch eine ganz große Rolle, nicht nur, weil sie die Pflanzen unterstützen, weil ohne Pilze das Gedeihen der Pflanzen nicht so möglich wäre, sondern auch, weil wir ja eiweißhaltige Nahrung brauchen. Wie beurteilen Sie diesen Punkt? Sehr positiv. Also Pilze sind für mich der Fleischersatz der Zukunft. Sie entsprechen im Proteingehalt ungefähr der Sojabohne, sind aber wesentlich besser, was die Ökobilanz anbelangt, sowohl was die benötigte Wassermenge als auch die sonstige landwirtschaftliche Bearbeitung betrifft. Also sie sind da wirklich auch hier in der Hinsicht Organismen der Superlative. Sie enthalten sehr viele, also neben Protein auch noch sehr viele Vitamine des B-Komplexes und auch Spurenelemente. Das bringt mich jetzt noch zu einer anderen, und sie sind vegan, das sage ich auch noch dazu schnell, also sie zählen zu Sie den sind ja Veganen, keine Tiere, genau. Keine Tiere, es kommen auch keine Tiere zum Schaden. Also wie das dann ist mit den Maden drinnen, ja, da kann man länger dann diskutieren drüber, aber im Prinzip vom madenfreien Pilz kann man sich vegan ernähren. Bringt mich jetzt noch zu der vorher schon angeschnittenen Frage des Schwermetallgehaltes. Es ist schon so, dass manche Pilze auch hier Schwermetalle anreichern. Es hat positive Seiten, wie zum Beispiel Selen, was wir als Spurenelement benötigen. Also man kann die Selenversorgung mit Pilzen sicherstellen. Es gibt aber natürlich auch welche, die Cadmium etwas speichern in höherer Menge oder Arsen. Die sollte man natürlich meiden.
Die meisten davon sind eh nicht wirklich allseits bekannte Speisepilze. Aber was zunehmend eine Problematik ist, das sind die Champignons, jetzt nicht der Kulturchampignon im Supermarkt, der ist natürlich davon ausgenommen, der ist unter kontrollierten Bedingungen gezüchtet, da weiß man natürlich auch diese ganzen Gehalte, sondern zum Beispiel die ganze Gruppe der Anis-Champignons, die also im Wald gesammelt wird, so gilbende Champignons, die enthalten relativ viel Cadmium, sodass man hier ja eigentlich nicht mehr als ein Viertelkilo pro Woche zu sich nehmen sollte. Also nicht eine reine große Mahlzeit aus Anis-Champignons machen. Man tut seinem Körper damit nichts Gutes. Dosis-Fazit Venenum gilt für die Pilze genauso. Man sollte auch, wenn wir jetzt schon beim Essen sind, dazu sagen, Pilze sind an sich ja schwer verdaulich. Das heißt, man muss sie gut kauen. Es ist so, dass die Zellwandsubstanz der Pilze, das ist das sogenannte Chitin, das kann der Mensch nicht abbauen. Also wir haben keine Insektenpanzer, genau, Material genau. Eigentlich, oder? Also genau. Wieder so Pflanze-Tier. Wir sind nicht, also Pilze sind Tier, sage ich jetzt schon. Pilze sind eben näher mit den Tieren verwandt. Das drückt sich auch hier aus in der Zellwandsubstanz, die es bei den Tieren wiederfindet, im Unterschied zur Zellulose, die wir in den pflanzlichen Zellwänden haben. Also gut kauen, nicht gierig sein, nicht zu viel essen und hundertprozentig nur das essen, was Sie auch kennen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitte Pilzberatungsstellen in Anspruch nehmen, wo auch immer Sie zu Hause sind. Es gibt fast überall Pilzberatungen, unter anderem auch von der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft. Verlassen Sie sich nicht auf die diversen Apps, die da herumkursieren. Die liefern, es gibt da bessere und schlechtere, ich will es gar nicht verteufeln, an sich sind es gute Informationsquellen, aber nicht für die Freigabe zum Essen. Also man muss sich immer bewusst sein, für was man das verwendet. Sondern da ist besser, man geht wirklich zu den Experten und Expertinnen. Glück, Gift und Geheimnisse ist der Titel und das Thema der heutigen Ausgabe von Punkt 1 über die Faszination Funga und man könnte noch Geld ergänzen. Danke für Ihre unermüdliche Forschungsarbeit, schreibt Herr Wechselberger. Sind Sie eigentlich mit genügend Forschungsmitteln ausgestattet? Beziehungsweise was würden Sie sich für Ihre Forschungsarbeiten an speziellen technischen Hilfsmitteln zur Bestimmung von Schadstoffen etc. etc. wünschen? Mit diesen Gedanken dürfen Sie jetzt ein bisschen Luft holen beim Quodlibet von John Cage, dem vierten und letzten Satz aus seinem einzigen Strass-LaSalle-Quartett. Spielt Musik von John Cage, der ein großer Pilzliebhaber war und es erreichen uns zahlreiche Mails von auch großen Pilzliebhaberinnen und Liebhabern, die diese Pilze gerne im eigenen Garten oder sonst wo anbauen würden. Aber zuerst möchte ich zur Frage von Herrn Wechselberger zurück, was Sie sich denn eigentlich für Ihre Forschung wünschen würden und wie Sie finanziell ausgestattet sind. Jetzt, wo man die Pilze entdeckt, so richtig und ihre Bedeutung, was man mit ihnen anstellen könnte, Fleisch der Zukunft haben wir genannt, Holzverwertung, aber auch im Abbau von Kunststoffen gelten sie als sehr vielversprechend. Ja, wirkt sich das aus? Das ist einfach zu beantworten. Die Grundlagenforschung ist in Österreich noch wie vor unterfinanziert und das betrifft auch die Pilzforschung. Meine Forschung ist jetzt weniger in der angewandten Seite, aber auch da weiß ich, dass zum Beispiel für Mykorrhiza-Forschung Geld aufzutreiben in Österreich schwierig ist oder auch für eine entsprechende Cryo-Conservation, sage ich jetzt mal, also für den Aufbau einer Pilzkultursammlung, einer tiefgefrorenen, die Pilze auch für die Zukunft erhalten würde, ist es praktisch nicht möglich, Pilzgelder aufzutreiben in der entsprechend nötigen Menge. Was jetzt ein Lichtblick ist, um nicht nur negativ zu sein, das ist der frisch eingerichtete Biodiversitätsfonds, den der Österreich eingerichtet hat. Und da erhoffe ich mir schon, dass es etwas besser wird, zum Beispiel auch im Hinblick auf Monitoring, dass man also die Pilze wirklich das Auftreten, das Vorkommen, die Verbreitung untersuchen könnte. Nein, nur was man kennt, kann man auch schützen. Das heißt, ich muss zuerst einmal wissen, was ist überhaupt da, was wächst und dann kann ich mir die entsprechenden Schutzkonzepte überlegen. Also das wäre ganz wichtig. Das ist in Österreich praktisch Citizen Science basiert bis jetzt. Also Citizen Science ist ein sehr wichtiges Standbein in der Pilzforschung bezüglich der Vorkommen und Verbreitung, aber das ist natürlich, sollte eine bessere Grundlage haben oder eben auch, ja, also das ist einfach zu beantworten, da ist noch zu wenig vorhanden. Artenkenntnis, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit ist einer von drei zentralen Pfeilern
bei den Naturschutzmaßnahmen, die man für Pilze treffen kann. Eine andere haben wir schon besprochen oder zumindest angesprochen, die Nutzung der Wälder. Dazu schreibt Herr Schadmüller, wie wirkt sich der Bau von Forststraßen oder das Graben von Leitungen auf den Pilz-Highway aus? Ja, da gibt es auch sehr wenig Untersuchungen dazu. Sagen kann man schon, wenn die Forststraße Straße entsprechend breit ist, und dann unterbricht sie das natürlich einmal. Und es wird sicher einige Jahre dauern, bis sich das wieder so weit etabliert hat. Weil ja auch, wenn die Myzelien sich frisch ansiedeln, neu ansiedeln müssen, zum Beispiel über Sporen, die dann auskeimen, das nicht von heute auf morgen geht, sondern das dauert schon seine Zeit. Und was da das wesentlich Wichtigere ist, dass der Standort dadurch gestört wird. Also es kommt zu Änderungen der Standortsbedingungen. Es gibt zum Beispiel mehr Licht, das heißt mehr Austrocknung, also freiere Plätze. Sprich, wenn es recht trocken wird, sind natürlich auch wieder manche Pilzarten weg. Das heißt, sehr gefährdet sind bei uns Pilze, die wirklich natürliche Waldbedingungen brauchen und große alte Substrate, also großes, dickes Totholz, weil dieses dicke, große Totholz in der Regel im Wald nicht vorhanden ist oder in viel zu geringem Ausmaß vorhanden ist, weil die Bäume einfach forstwirtschaftlich genutzt werden und entfernt werden. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Baumartenmischung. Man sollte also wegkommen von Monokulturen. Gut, das wird jetzt eh schon vermehrt versucht. Und vielleicht auch, sagt sich vielleicht leichter, als es dann tatsächlich getan ist, eine bessere Baumartenmischung zugelassen werden und vor allem auch vielleicht weniger ertragreiche Baumarten eine Chance haben. Also nicht jede Birke raushauen, nicht jeden Ahorn oder was auch immer man als weniger ertragreich im Wald hat, sondern da auch ein bisschen eine Vielfalt stehen lassen. Denn wir vernichten uns damit unsere Zukunftsressourcen. Jeder Pilz, der ausstirbt, kann nicht untersucht werden im Hinblick auf seine pharmazeutischen Inhaltsstoffe. Und da ist wirklich ein großes Potenzial vorhanden. Seien es jetzt neue Antibiotika oder eben neue Nahrungsmittelzusatzstoffe, neue Vitalpilze und. Also da kann man schier endlos aufzählen und all das verunmöglichen wir, wenn wir sozusagen nicht die Bedingungen dafür schaffen, dass das kontinuierlich wachsen kann. Ein Garten, der offensichtlich kontinuierlich wachsen konnte, ist jener von Herr Rudolf, der uns am Telefon erreicht hat. Herr Rudolf, schönen guten Tag. Hallo? Vielleicht gerade bei Tisch. In eine ähnliche Richtung geht die Frage von unserem Anrufer Herr Hartmann. Einen guten Tag Ihnen. Grüß Sie. Ich habe auch einen Garten und da sind mir die Pilze einerseits große Freunde bei der Verwitterung der Substanzen, die da übrig bleiben. Andererseits habe ich aber auch natürlich Schimmelpilze dort und da, die manche der Feld- und Gartenfrüchte angreifen. Und dann habe ich eine spezielle Frage zu den Flechten. Flechten, sind die in irgendeiner Beziehung zu den Pilzen? Das wären meine Beiträge. Vielen Dank, Herr Hartmann. Super, dass Sie so einen tollen Garten haben, kann ich nur befürworten. Man kann also sehr viel im eigenen Garten machen, auch für die Pilze. Und zur zweiten Frage, die Flechten. Flechten gehören zu den Pilzen. Sie haben sich nur Symbiosepartner eingefangen. Also sie leben mit Algen zusammen, sie leben auch mit Bakterien zusammen, in teilweise sehr fixen Verbindungen. Fortpflanzen kann sich der Pilz, also sexuell fortpflanzen kann sich der Pilz, und die Alge kann sich nur asexuell, ungeschlechtlich fortpflanzen. Das heißt, die DNA wird vom Pilz weitergegeben. Und das ist der Grund, warum man die Flechten im System bei den Pilzen einordnet. Also auch die Fruchtkörper sind so wie die meisten Flechten gehören zu den Schlauchpilzen. Die Fruchtkörper sind dann Becherlinge oder so krugförmige Fruchtkörper, die wir auch bei den anderen Schlauchpilzen finden. Ganz selten sind sogenannte Ständerpilze und es gibt dann auch Flechten, die ein richtiges kleines Schwammerl als Fruchtkörper ausgebildet haben. Aber die trotzdem immer zum Zusammenleben den Symbiosepartner, die Alge, benötigen. Wobei sie auch mehrere sein können und dann ja, hängt es wieder davon ab, bei den einheimischen Flechten ist es so, dass da meistens auch nicht immer der Pilzpartner die Form bestimmt. Bei den tropischen Flechten ist es teilweise umgekehrt. Es gibt zum Beispiel auch Tange, also Braunalgen, die einen Pilz eingebaut haben. Das sind auch mehr oder weniger Flechten, aber das Verhältnis ganz umgekehrt. Also die Natur macht wirklich faszinierend viel.
Faszinierend ist auch ein Vertreter der Schleimpilze, der in unterschiedlichen Lebensformen sehr kompliziert seinen Zyklus durchläuft und der vielköpfige Schleimpilz genannt wird, Physarium polycephalum, und in Paris im Zoo ausgestellt wurde, Blob genannt. 2019 konnte man da lesen, der Pariser Zoo hat ein unheimliches Wesen präsentiert. Der Organismus sieht aus wie ein Pilz, verhält sich aber wie ein Tier. Obwohl er keinen Magen hat, kann er Nahrung aufnehmen und verdauen. Und dieses Tier, Pflanze, Pilz, kann tatsächlich so etwas wie Intelligenztests bestehen. Den macht man sich schon lange zunutze, um Verkehrsnetze, Labyrinthe am kürzesten Weg zu durchqueren, zu verbinden, wie auch immer. Der schafft das. Wie geht denn so etwas? Das ist tatsächlich faszinierend, wobei ich da ein bisschen ausholen muss. Also Schleimpilze sind keine Pilze, Schleimpilze gehören zu den einzelligen Tieren, also zu den Protisten. Also insofern eine andere Baustelle. Aber wieso? Von der genetischen Verwandtschaft her sind es also Tiere. Wieso nennen wir sie dann Schleimpilze? Weil früher einfach alles zusammengefasst wurde, was morphologisch, sage ich mal, ähnlich war, was Fruktifikationen gebildet hat, die dann Sporen verbreiten. Also ein Schleimpilz macht auch einen kleinen Fruchtkörper und breitet, in dem bildet er Sporen und breitet die Sporen dann aus. Er hat also sozusagen einen fast zweigeteilten Entwicklungsweg. Zuerst ist er amöboid, macht eben dieses große Netz oder auch einzelne Zellen, es ist verschieden, je nach Schleimpilz. Und später in der Entwicklung, wenn er dann genug gefuttert hat, dann macht er den pflanzlichen Entwicklungsweg mit den Fruktifikationen und der Sporenbildung. Und das war der Grund, warum er sie zu den Pilzen gezählt hat. Es ist nach wie vor so, dass die Schleimpilze von den Mykologen bearbeitet werden, wo sie eigentlich nichts mehr mit der Mykologie zu tun haben. Aber man möchte sie in Roboter einbauen, Mischwesen zu kreieren. Genau, also den Pilzen werden da die unterschiedlichsten Verwendungszwecke irgendwie zugeschrieben. Viele unserer Hörerinnen haben noch Fragen zum Genuss. Roh, nein, wenn wir es kurz machen, oder darf man Schwammerl noch roh essen? Roh, nein, in vielen Fällen roh giftig. Auch hier habe ich immer wieder Vergiftungsdiagnosen mit roh genossenen Pilzen. Bitte auch Pilzwürzpulver immer durcherhitzen, nicht einfach im Nachhinein damit würzen, sondern durcherhitzen. Und roh höchstens in geringem Ausmaß, vielleicht einmal einen ganz jungen Steinpilz oder ein bisschen Champignon. Oder die berühmten Oboli, die man sich Carpaccio macht, Oboli Carpaccio, also aus Amanita caesarea, die man aber im Prinzip sonst aus Naturschutzgründen eigentlich im Wald lassen sollte. Aber ansonsten Pilze bitte immer durchgaren. Und Schimmel, wir haben noch gar nicht über die pathogenen Pilze gesprochen. Herr Thomas fragt da zum Beispiel, soll man dann das ganze Brot, Marmelade, was auch immer, wegwerfen oder reicht es, das abzuschneiden? Und ist Schimmel auf Nüssen wirklich besonders giftig? Schimmel, hier muss man ein bisschen differenzieren, also im Zweifelsfalle entsorgen. Vor allem auf Nüssen, vor allem wenn er gelblich ist, also das sind dann die aflatoxinbildenden Schimmelpilze, die also Leberkrebs verursachen könnten allalong. Ansonsten muss man jetzt nicht wirklich, verschimmeltes Brot würde ich auch entsorgen. Ansonsten kommt es darauf an, auf die Konsistenz des Lebensmittels. Je flüssiger, desto leichter diffundieren natürlich die Giftstoffe im gesamten Lebensmittel. Also Apfelsaft verschimmelt wegschmeißen, Paradeiser verschimmelt wegschmeißen. Je größer der Zuckergehalt ist, desto schlechter können diese Giftstoffe, die Aflatoxine, diffundieren. Oder auch Batalin oder was auch immer. Es gibt mehrere. Und das heißt, Marmelade, wenn sie jetzt nicht voll komplett zu verschimmelt ist, sondern so ein Glanz Batzerl drauf ist, dann genügt es wahrscheinlich, wenn Sie das ordentlich abheben und vielleicht noch 1-2 Zentimeter drunter, und den Rest können Sie dann durchaus noch genießen. Gilt aber bitte nicht für die 1-3-1 Marmelade, also die muss wirklich einen hohen Zuckergehalt aufweisen, also eher 1-1 einkochen. Und wie gesagt, im Zweifelsfalle lieber entsorgen, man tut seinem Körper nichts Gutes. Man, 95% aller Schimmelpilze sind harmlos, aber ich würde mich trotzdem nicht drauf verlassen, weil wir wie schon einen Leberkrebs haben. Also große Problematik hat man da in den Entwicklungsländern durch verschimmeltes Lagergetreide. Also da gibt es also Länder, da sind tatsächlich die Leberkrebswerte in der Bevölkerung aufgrund dieser Schimmelpilztoxine erhöht. Muss man nicht unbedingt haben. Große Hoffnung als Heilpflanze, aber auch tödlich gefährlich. Bei Pilzen ist es so,
Es ist so ein Thema der Extreme. Es gibt so faszinierende Organismen, aber es gibt auch ja einfach den Wald voller Schwammerl. Herr Robert bedankt sich für Ihre Forschung. Er schreibt, als Schwammerlsucher bin ich gern im Wald. Meine unangenehmere Erfahrung ist jedoch nur die Pilzpopulation im Kühlschrank. Wir bekommen auch Fragen zum Thema Glückspilz. Der Fliegenpilz, jetzt wird er wahrscheinlich wieder überreicht zum neuen Jahr. Können Sie uns etwas darüber erzählen, wie er mit dem Glück in Verbindung steht? Was muss ich denn wissen, wenn ich so einen Pilz überreiche? Der Fliegenpilz ist eigentlich erst seit dem 18. Jahrhundert ein Glückspilz. Vorher war er eher negativ besetzt. Vorher hat man mit Fliegenpilz eher Emporkömmling gemeint, also einen, der schnell aus dem Boden sprießt und halt zu schnellem Reichtum gelangt. Dann machte das Ganze einen Bedeutungswandel durch und jetzt versteht man ihn eben als Glückspilz. Vielleicht auch deswegen, weil er so schön bunt ist, weil er so schön rot ist, mit den weißen Tupfen einfach schön ausschaut. Dasselbe gilt ja auch zum Beispiel für Marienkäfer, der ja auch aufgrund seines Aussehens eigentlich jetzt zu den Glückspilzen gesellt wird. Ja, und es hat halt einfach einen in der Ethnomykologie einen Bedeutungswandel durchgemacht. Es dürfte nicht auf die berauschende Wirkung zurückzuführen sein, die im Übrigen eher eine delirische Wirkung ist, also jetzt nicht unbedingt ganz nur positiv zu sehen ist. Aber bitte, hier kann ich selbst Experimente machen, weil unsere Fliegenpilze enthalten noch unbekannte Giftstoffe, die zu Magen- und Darmstörungen führen. Ganz enorm dagegen die Bedeutung der Pilze, das ist heute wieder einmal sehr deutlich geworden. Egal in welchem Ökosystem, Pilze sind sehr, sehr wichtig. Und zahlreiche Hörerinnen und Hörer fragen uns auch, wie Frau Katharina zum Beispiel, ob sie eine Prognose haben für die Veränderung der Pilzausbreitung und Verbreitung unter Betrachtnahme des Ausblicks auf die Klimakatastrophe. Auch eine andere Frage geht in Richtung Neobiota war geschrieben. Können Sie dazu noch kurz eine Perspektive abgeben zum Thema Pilzschutz? Es gibt aufgrund des Klimawandels massive Veränderungen, sowohl was jetzt die Arten betrifft. Also wir haben eine große Problematik mit Neomycota. Über 360 Arten mittlerweile konnten von uns als Neomycota in Österreich festgestellt werden. Es erscheint demnächst als Publikation. Also das wird ein massives Problem. Darunter sind sehr viele pathogene Pilze, sehr viele Pflanzenschädlinge. Denken Sie zum Beispiel nur an das Eschentriebsterben. Also die Eschen sind etwa ganz massiv betroffen von einem Neomyzeten, wie man da auch sagt. Und was jetzt die Speisepilzsammler mehr interessieren wird, es gibt natürlich auch hier Verschiebungen. Es gibt Verlängerungen der Pilzsaison, weil die frostfreien Tage immer mehr werden. Also die Pilzsaison geht jetzt länger. Auch hier nähern wir uns immer mehr dem mediterranen Gebiet an. Und sie beginnt früher, weil natürlich der Frost da wieder früher aufhört. Dafür hat man sehr oft ein Sommerloch, also einen Gipfel, wo es im Sommer dann zu trocken ist und nichts wächst. Es verschieben sich die Arten, es wandern mediterrane Arten ein, auch deswegen sehen wir bei den Neobiota. Und es verschieben sich die Höhenlagen, die Pilze von weiter unten drängen immer weiter hinauf in die Alpen. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie sich das auf den alpinen Pilzbestand auswirken wird, ob es dort zu einem friedlichen Zusammenleben kommt oder ob die alpinen Pilze verdrängt werden. Ich tendiere eher zu letzterem. Also denn das friedliche Zusammenleben ist es eher selten, sondern meistens stehen die Pilze unter Konkurrenzdruck. Und wer da dann der Gewinner sein wird, lässt sich leicht berechnen. Und irgendwann werden die alpinen Pilze nicht mehr weiter nach oben ausweichen können, weil dann nur mehr der nackte Fels oder gar nichts ist. Also da steht uns noch einiges bevor. Das heißt, bitte an alle, möglichst klimafreundlich zu leben, möglichst naturverbunden. Und jeder kann selber was dazu beitragen. Auch konkret für die Mykologie, für die Forschung. Sie haben zahlreiche Citizen Science Projekte, Zugang zur Pilzdatenbank, Informationen zu Pilzauskunft und Beratung. Das alles finden Sie auf der Homepage myk.univ.ac.at oder bei uns auf oe1.orf.at. Viel Wissenswertes rund um Pilze und ihren Schutz. Glück, Gift und Geheimnisse, Einblicke in die faszinierende Funga und Eindrücke der enormen Bedeutung der Pilze, das hat heute in Punkt 1 Irmgard Griesei-Greilhuber ermöglicht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren. Dankeschön, gern. Ekstatisch geht es heute im Radio Doktor zu, vielleicht auch mit narischen oder damischen Schwammerln. Ab 16.40 Uhr lädt das Team der Sendereihe zum ersten Teil einer Reise in die Welt der Verzückung.
Morgen in Punkt 1 blickt Philipp Blom mit der Journalistin und Dokumentarfilmerin Regina Strassecker auf eine Ikone im Kampf gegen die Apartheid zurück, auf Desmond Tutu, sein Leben und sein Erbe. Für heute herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitreden im Namen des Teams Technik Georg Janser, Musikauswahl Helmut Jasper, Regie Andrea Hauer, am Telefon Sophia Dessel, Moderation Barbara Zeitemer. Wir wünschen einen angenehmen Nachmittag.